Herzlich willkommen bei Simone Stempel mit dir. Ja, wie ihr seht, geht es um die Wellen und mehr an Glück und ja, mit Standsform darum, Meereswellen. Ihr habt ganz sicher schon tolle Ideen dabei entdeckt und ich habe auf meiner Zoom-Stempelparty eine Verpackung gefertigt. Nicht aus diesem Material, da war ich noch nicht so weit damit. Aber ich zeige euch ganz kurz, was wir gemacht haben. Das ist dieses hübsche Modell. Genau. Da, die werden wir auch basteln. Dann habe ich da komplett Löcher durchgestochen. Ihr könnt auch ein Magnet nehmen dazu. Und zwar habe ich das jetzt dazu genommen mit Liebe von mir. Das ist allerdings noch aus dem Stempelset, ja, im Herzen verbunden. Genau. Und das ist aufgeklebt und ich habe bei diesem Modell das Magnet gemacht. Da ist was drin. Da ist das Modell ab, das Magnet abgedeckt von innen, auch reingesetzt. Und aus. Da haben wir, habe ich eine Faltlinie reingesetzt und unten ist auch noch. Ja, die habe ich sogar abgerundet, die Ecken. Ja, einfach eine hübsche Verpackung gefertigt. Und da passen gerade diese Studentenfutter rein, diese Variante. Und was auch schön ist, wir haben mal gebastelt da von Zoom. Und da waren sie auch zu zweit und die hat dann ihre fertige Karte damit reingepackt. Also passt auch wunderbar da rein. Ja. Nochmal eine hübsche Karte zu diesem Set, was wir gebastelt haben. Oh, ähnlich. So, dann gibt es noch wirklich eine Karte, die ich auch damit gemacht habe, aber die ist nicht ganz so einfach. Ja, ein bisschen aufwendiger, aber ja, da habe ich das Boot mit verwendet. Und auch von den Stanzwurben habe ich eine Variante genommen. Dann gibt es ja diese kleine Wolke dazu. Stempel von, da ist zwar nur einer, aber mehrmals draufgesetzt. Also die werden wir nicht machen. Die sieht sich natürlich auch noch an. Die zu fertigen. Ja, mich hat das ganze Thema erstmal umgehauen, was gerade so los ist. Aber das brauche ich gar nicht groß erwähnen, was in der Welt los ist. Hat uns alle geschockt. So, da die Straßschmuckstange. Meereswellen habe ich noch mit da drauf gemacht. Also wie gesagt, da habe ich noch nichts an Deko drauf. Da könnte ich dann vielleicht noch was drauf machen. Sieht auch ganz nett aus. Und wir werden eine Verpackung machen. Und ganz kurz nochmal zu dieser Karte zurück. Da habe ich ein Stück von diesem Designerpapier genommen. Genau. Und ein Teil davon ist hier von diesem schönen Papier gewesen. Und ich habe diesen Bogen, gestempelt mit dieser Welle. Und da ein bisschen bearbeitet, sodass dann das Restliche, was hier noch in in Flamingo und in Gelb und so weiter und Weiß drauf war, habe ich mit fünf verschiedenen Blau- und Grüntonen bearbeitet. Also ist machbar und man sieht, es ist hier ausgeschnitten noch. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr so filmgewandt seid. Es gibt einen Film, wo auf einmal aus dem Bild das Wasser rauskommt. Da musste ich dran denken und deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Mir fällt gerade der Titel aber auch nicht ein. Nee, aber gut, vielleicht kommt ihr selber noch drauf. Und ja, das ist die Karte. Jetzt machen wir die Verpackung. Dazu brauchen wir einen Bogen. Und jetzt kann ich ja noch mal überlegen, ich habe ja jetzt diese blaue Variante. Vielleicht gehe ich jetzt in eine Richtung, die gemischt ist. Beginnt quasi gar nicht in Blau, vielleicht in der Richtung. Oder
wenn es dann doch ein bisschen blau sein sollte, diese Variante. Ja, da muss man sich dann entscheiden. Also ich glaube, da wir doch sehr viel blau haben, nehmen wir mal das andere. Ja, zwei Stück. Sechs verschiedenen Designs, also auch wieder wunderschön, wie immer. Sendlerup hat ja immer wirklich tolle Papiere. Aber noch vieles mit Basteln. So, unser. Jetzt mal eben gucken, dass ich gerade ins Bild drin bin. Ah, das da. So. Die Seite nach oben. Jetzt überlege ich gerade, was oben und unten ist, was man dann hier so schön sieht. Machen wir das mal so. So, mein Ganz, ich brauche die komplette Breite für meinen Teil. Und das Erste, was wir machen, ist der Boden, der ist 4 cm. Den können wir gleich falzen. So, dann habe ich 18 cm genommen, plus die 4 sind 22 cm. Jetzt kommt der Abschnitt und da nehme ich oben für die Lasche habe ich noch mal 4 cm genommen. Das sind dann insgesamt 26. Da schneiden wir uns ab. Dann drehen wir das Viertelgraddrehung. Wir falzen. Und zwar die erste Falzlinie, damit ja eine Karte reinpasst. Die ist ja 10,5 cm, eher 11 cm. Plus 4 cm, weil seitlich muss ja sollte dasselbe sein in dem Fall, damit da auch ein bisschen was reinpasst. Ich habe das so aufgeteilt, dass das auch reinpasst und so habe ich jetzt hier 15 cm. Und dann brauche ich wieder 11. Dazu 15 sind 26. Und meine letzte Falzlinie. Die 4 sind schon bei 30 cm. So, jetzt kannst du hier schon mal das einschneiden, genau bis zur Falzlinie. Ich meine, könnte man bei den anderen auch machen. Das überlasse ich euch, ob ihr das mit dem Meidelbrett macht. Könnt es auch einfach nur andeuten. Auf jeden Fall brauchen wir da auch an allen Stellen den Schnitt. Wir haben bei den 11 sind ja 26 nochmal. So. Ja. Nicht mal. Wir brauchen das nochmal, weil wir wollen ja hier noch eine Linie reinmachen. Wir müssen uns das Ganze hier auch umknicken und die Schere nehmen und hier an der Linie wegschneiden. Ein richtigen Hauch schräg sein. Jetzt muss ich gucken, ob ich dann komplett durch bin. Und falze aber. Ja. Mach das nochmal rum. Das wollte ich nach unten machen. Dann legen das da rum.
Das heißt, das ist dann mein Vorderteil. Da habe ich ein bisschen mehr und das ist dann hinten. Genau, passt wunderbar. Und meine Linie werde ich jetzt hier zwei Zentimeter mal gemessen weg und markiere mir hier schon mal die Stelle. Ja. Also ihr könnt es dann natürlich auch mit dem Bleistift machen. So, was ich hier da? Dann machen wir das da genauso. Brauche ich ja die Mitte an beiden Seiten. Und ob ihr das Teil unten drunter wegschneidet, das überlasse ich euch. Was wir noch brauchen, ist meine Linie, wo ich hinfalze. Und da habe ich 10 cm genommen. Und da wäre es vielleicht gut, eine kleine Markierung reinzumachen. Weil also, wobei das an der Stelle ja eher falsch ist. Ah. So, brauche die ja hier. So. So. Denn ich will ja genau an der Stelle die Faltlinie setzen. Da oben die 2 cm und da auf der Linie. Und gehe dann da rüber. Genau, so da nochmal. Ich noch ein bisschen rübersetzen. Okay, jetzt guck mal. Ja. Okay. Dann können wir bitte nach innen gehen und Markierung machen. Okay. Wie gesagt, das kannst du überlegen, ob du das anlässt. Ich habe das eigentlich bei den meisten weggeschnitten. Denn es ist dann so dick. Und wenn du weißt, du willst es nicht haben, dann machst du es gleich sofort weg. Brauchen wir hier noch die Markierung von den 10 cm an der Stelle und eine an der Stelle. Wenn du jetzt hier das reinlegst in die Rille, hast du diesen Punkt. Und schiebst dann da oben die Falzlinie da oben rein. Guck mal nochmal. Ein Hauch. Ist das noch? Aber nur wirklich ganz wenig. Ja. Ja, ja, da rein. Und jetzt haben wir den Punkt hier da schon. Und gehen dann da rüber. Und eine andere Markierung, die ist da. Noch ein bisschen. So. Ja. Und kann dann meinen Teil dahin falten. Ja. Und legt sich dann so rein. Da werden wir das dann gleich ankleben. Dann machen wir das hier nochmal. Okay. Dann habe ich ja die Ecken abgerundet. So, dann gehen wir da mal dran. Und ja. Bald fertig die Verpackung.
mache das jetzt da rein. Oben und zumindest von außen. So, so habe ich meinen Teil und ich wollte das noch einklappen. Dann machen wir da noch die Abrundung dran. Das andere kommt nach innen. Okay, da haben wir das Teil und da das rein. Jetzt werden wir das erstmal kleben. Da brauche ich den. Also ich habe den auf jeden Fall immer genommen. Und das macht ihr euch dann jetzt hier dran. Aber da es ein bisschen breiter ist, müssen wir das ein wenig umschlagen. Genau. So. Leg mir das jetzt so hin und dann das dagegen. So, das vielleicht quer machen, dann kann man sehen, okay, wo bin ich mit meiner Linie. Okay, haben wir schon drauf. Und da ist dann mein Teil. Das kommt nach innen rein, habe ich gesagt. So, und dann habe ich an der Stelle das genommen und noch ein bisschen weggeschnitten. Beide Seiten. Du kannst wieder nach innen gehen. Denn wenn das nachher da so drin ist, dann ist es hier ja dicker. Und wenn das so hoch steht, dann stört es eher. Deswegen habe ich das auch weggemacht. Auch das Innenleben. So ein bisschen weggeschnitten. Also probiert es aus, weil es soll ja nachher schön sauber darum liegen, ne? Dass es dann auch wirklich zugeht. Selbst diese Kante hier kann schon manchmal ein bisschen störend sein. Wenn da zu viel Druckraum ist, dann lässt sich das gar nicht so schön wegfalten. So. Ja. Auch da könnt ihr überlegen, ob ihr das dran lasst oder nicht. So. Ja, wieder da. Dann unten. Zuerst dann das und dann das andere. Dann machen wir uns jetzt den Tombow-Kleber. Also da drauf. Dass das fest ist. Und da. Und da drauf. Ja, drehen wir mal um. Dann nehme ich ja auch ein Stück. Und dann nochmal Kleber. Ja, und dann kann man mal überlegen, mache ich da jetzt vor allen Dingen, was nehme ich für ein Band noch? Irgendwie passt es mit dem Gelb wieder wunderbar. Mal gucken, ob ich irgendwie ein Calypso-Band habe. Das habe ich irgendwie
Da habe ich noch was Kräftigeres. Ah, das ist schon sehr kräftig. Aber ja, könnte sich auch anpassen. Das ist auf jeden Fall noch so ein Stück altes Band. So, und bei den anderen Verpackungen, da hole ich mal gleich mein Modell raus. Habe ich bei dem drei Kreise. Da habe ich ja da unten dann, mal überlegen, ob wir dann noch drauf machen. Und dann, ja, mit dem Gelben, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Dann werde ich mir mal noch Kreise ausschwanzen. Habe ich jetzt habe ich den gar nicht mitgenommen. Dann kann ich den auch noch mal nehmen. Schauen wir mal. So, da habe ich jetzt meine drei Transformen. Die werde ich dann jetzt noch wegnehmen. Ja. Ja, jetzt sollte entscheiden. Muss noch entscheiden. Werde das auf jeden Fall mit Calypso Tempel. Allerdings machen wir hier unten schon was drauf. So, dann noch den alten Stempel. Jetzt gucken wir mal, ob der noch was abgibt. Ein Probezettel. Na, wunderbar. Sieht doch hübsch aus. Ja, und dies kleben wir jetzt glatt auf. Ja. Und das andere machen wir mit dem Abstandshalter. Sicher nicht so problematisch. Das ist ja keine Karte, da kann ja auch ruhig ein bisschen mehr sein. So. Okay. Ja. Da oben. Ja. Wenn ihr jetzt die Verpackung nicht unbedingt offen lassen wollt, dass man den ja wieder öffnen wollt, dann ist es ja auch mal eine Variante, die direkt zuzukleben. Ja. Und mit dem Band, da habe ich jetzt einmal, und dann dreht ihr euch das so schön im Bogen. Ha. Und kleben uns das da drauf. Ja, das geht ja auch. Dann habe ich da noch das gelbe Band. Ja, guck mal. Eher ein bisschen kürzer und macht es einfach nur dazwischen, dass ich mein Band, was ich da habe, zusammenklebe. Sozusagen einfach nur zum Fixieren.
aber nicht unbedingt als und lasse es dann so runterhängen. Schneide ich dann noch ab. Setze ich mir das da drauf. Damit es nicht durch die Gegend rutscht. Und hier kleben wir uns die Rückseite erstmal damit fest. Und der ist dann auf diesen Kleber drauf. Und dann da drauf. Ja, da gibt es ja viele Varianten, wie ihr das machen könnt. Da kann man ja immer wieder was Neues machen. Das kann ich nicht verpacken. Können wir nochmal wieder aufmachen später. Und schon ist das Modell fertig. In einer etwas anderen Farbe. So oder so. Und hier kann ich ja auch noch diese hübsche anschauen. Und das Ganze dazu. Ja, ich habe noch ein Kärtchen entdeckt, was ich angefangen habe, um einfach diese Welle mal zu sehen. Und die habe ich mit 3 oder 4 verschiedenen Farben, man kann auch sehen, wenn es Makron ist da drin, Pazifikblau, hellblau fällt mir nicht mehr ganz so auf, aber da kann man das richtig schön kombinieren zusammen. Ne? Und bei dieser Welle, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, da gibt es ja dieses schöne Glitzerpapier. Das zeige ich euch jetzt auch. Das ist nämlich auch in der Serie mit drin. Und toll ist, dass da Silber mit dabei ist. Das war matt. Gab es hier noch was anderes? Und ich zeige euch das jetzt noch mal kurz am Ende. Da habe ich nämlich auch noch, das sind so die Reste davon. Genau, also eine Variante ist, da ist das von der Karte und Reste daraus, dass ihr diese selber für eine Karte verwendet. Das ist eine andere Variante. Und dann diese schönen Aufstandsformen als Etikett oder die Wolken. Und die kleine Wolke da drauf und schön noch verziert mit dem Pazifikblau. Ja, also einfach schön damit zu spielen. Das Mögliche. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit, mit diesen Produkten. Tolle Ideen und bestellen könnt ihr natürlich gerne wieder an diesem Wochenende, am Sonntag. Am Sonntag gibt es eine Sammelbestellung. Genau, da dürft ihr gerne mit dabei sein. Okay. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder einen guten Start ins Wochenende. Und morgen ist ja schon Freitag. Bye bye, ihr wart bei Simone Stammel mit dir.